Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stranded Deep. Ich bin der Volker, ihr seid mein Publikum, schön, dass ihr wieder da seid. Und heute möchte ich mal eine besondere Folge machen. Zunächst mal möchte ich verkünden, dass ich nicht untätig war. Habe meine erste Folge gemacht, bei der ich freiwillig nicht aufgenommen habe. Ich starte mal, was ich hier vorhabe, nämlich den Kartografen. Damit wir uns endlich eine eigene Insel erstellen können. Das möchte ich jetzt gerne mit euch machen und danach dann auch zeigen, was ich gemacht habe. Wir sehen hier, das ist also unser Kartograf. So sieht es also aus. Hier sind die drei Punkte mit diesen komischen Dingenskirchen hier, mit den Missionen. Das hatte ich ja schon mal angesprochen. Man erkennt es daran, dass es ein Seaford ist. Ja, hier ist unsere eigene Insel. Ihr seht mal, ich habe mir die kleinste und schnuckeligste ausgesucht. Und ich würde sagen, wir verändern jetzt diese hier. Das ist ja unsere allererste Holzinsel. Die ist jetzt leer. Ja, so einfach ist das. So sieht das aus. Und überhaupt. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal auf, wir kreieren ein neues Island. Das wollen wir gerne machen. So. Dann wird er das jetzt laden. Ich mache trotzdem mal ein bisschen lauter. So, jetzt geht es hier los. So sieht also unsere Insel aus. Ich finde, die kann auch so bleiben, wie sie ist. Ich hätte allerdings gerne... Wie komme ich nach rechts? So. Ich mache jetzt also hier nicht irgendwelche... Ihr seht, ihr könnt hier verschiedene Sachen gestalten. Und keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie das hier so richtig funktioniert hier. Seht ihr, jetzt könnt ihr hier mehr grün. So. Ich habe mich so richtig noch gar nicht damit beschäftigt. Aber mehr Grün ist ja gut erstmal, ne? Prinzipiell, finde ich. Denn Sandstrand, ja, da setzen wir dann nachher ein paar Schiffe hin. Hier, das sieht alles hervorragend aus. So. Genau. Da machen wir da auch noch ein bisschen hin. So. Aber ich möchte nicht unbedingt Berge haben. Der macht die dann höher. Tal und Berg. Das will ich ja gar nicht haben. Na, ich hoffe, dass... Seht ihr? Ja, er macht die dann höher. Okay, ich will das aber gar nicht höher haben. Also lasse ich das mal so. Denn da habe ich mich noch gar nicht so richtig reingefummelt. Man kann hier also wirklich sehr viel basteln. Was ich aber gerne hätte, das sind nur eigentlich zum Abholen. Ich gebe es ja zu. Ein paar Utensilien. Und zwar fangen wir einfach mal an mit... Was haben wir hier? Items. Ich lege jetzt einfach mal jeden, ihr seht es ja hier unten, ne, was wir hier haben. So, das haben wir hier, was ist das hier? Ach so, hier Arrow, Pfeile und hier ist ein Airtank, also diese Luftgeschichten. Ihr seht das, wenn ich hier einmal draufklicke, habt ihr unten hier das Foto. Hier Bandage und solche ganzen Barrel, diese Oil Barrels da. Diese Bricks, ich könnte mir also, damit ich mir nicht so viel Mühe habe mit dem Haus, könnte ich mir jetzt wirklich hier 100.000 Steine hier hinsetzen. Ich bin aber gar nicht so an Bricks interessiert, das haben wir schon mal besprochen. Was mich eigentlich interessiert, ist hauptsächlich auch Clay, nicht unbedingt. Das ist hauptsächlich die Laterne. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal. So, seht ihr, hier können wir uns also wirklich alles schön aussuchen, was wir gerne haben wollen. Vom Hammer, Bogen, Duct Tape. Also wir haben hier wirklich die freie Auswahl. Ich muss dann nur näher ran. Ihr kennt ja mein kaukasisches Adlerauge. Und ja, so sieht das also aus, wenn man hier so durchblättert. Manche nutzen das dann eben halt auch, wenn sie jetzt sich einen Motor gebaut haben. Der Motor wird ja irgendwann leer. Dann braucht ihr halt diese Kanister, die Benzinkanister, um die dann wieder aufzutanken. Und ja, das reizt mich aber alles nicht. Mich reizt eigentlich nur... Laternen. Ich will euch ja auch nur kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Hier. Und deswegen suche ich mir jetzt einfach mal hier die Laterne aus. Und setze mir dann einfach mal schön, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein paar Laternen hier hin. So, wo haben wir denn die Laternen? Die müssten ja bei L sein, ne? Was haben wir da? Da Seil. Und was ist er hier? Laterne. Ja, genau, sage ich doch. So, jetzt haben wir hier die Laterne. Die kann ich jetzt hier einfach so nehmen und hier hinschieben, wo ich sie gerne hinhaben will. Ich setze mir mal ein paar an den Strand. Dann brauche ich nicht so weit suchen. So. Und ich muss auch nicht immer ständig
Dingseln, sondern ich kann sie mir auch, sagen wir, jetzt sehe ich sie näher und ich kann sie mir auch kopieren. Ich kann sie also einfach nehmen, nochmal hinschieben und dann muss ich ein bisschen weiter weggehen wahrscheinlich. Ne? Da, seht ihr? Jetzt macht er mir so Doppeldinger dahin. Seht ihr? Das ist natürlich eine tolle Show, ne? Wenn er mir so Doppeldinger dahin macht. So, ich mache mir jetzt einfach mal, damit ich hier für mein Haus genug habe. Ich nenne diese Insel dann einfach mal Volker, pack noch ein paar Wracks drumrum und ja, dann fühle ich mich total cool. Ich kann jetzt hier natürlich auch Bäume pflanzen, ich kann Yuccas pflanzen. Das kann ich ja alles machen, wie ich das haben will. Und wenn ich dann irgendwann mal Lust habe, mache ich das vielleicht auch mal. Hier haben wir Trees, da kann ich jetzt hier, ihr seht es hier, die ganzen Klamotten nehmen. Ne? Da kann ich mir jetzt hier also ein paar Palmen pflanzen, was auch immer. Ich will es euch ja nur eben halt einmal zeigen. Seht ihr, hier stelle ich dann einfach ein paar Bäume drumherum. Das kann man ja so anordnen, wie man das selber. Da kann ich mir theoretisch gesehen einen richtigen Wald machen, so wie ich das gerne hätte. Und kann dann hier den nächsten Baum nehmen. Und wieder ein. Ihr seht sie ja da unten, die Bäume. Ne? Da kann ich mich also völlig frei austoben, so wie ich das gerne haben will. Kann mir ein paar Holzblöcke oder Blöcke an den Strand legen. Hier die Palmen dann dahinter. So wie ich das gerne gestalten will, kann ich das halt machen. Man muss zugeben, dass das natürlich eine langwierige Geschichte ist. Wenn man sich richtig viel Mühe gibt, kann man sich da wirklich eine Trauminsel machen. Ich habe das schon mal vorgehabt, irgendwie so eine Art Wald zu machen. Habe es dann aber irgendwie aus Faulheit sein lassen. Weiß ich auch nicht wieso, aber kein Plan. Ne, wenn ich jetzt dahinter noch Yuccas setze, jede Menge Yuccas natürlich dann, ist ja klar. Das sind die kleinen. Ne, ihr seht es, diese Riesendinger, die man gar nicht fällen kann. So, ja, so würde das dann aussehen. Jetzt überlege ich gerade, ob es noch irgendetwas gibt, was ich hier gebrauchen könnte. Ich könnte, hier sind die Yuccas zum Beispiel. Davon haben wir ja gerade gesprochen. Klicke ich mal drauf, Yucca. Das ist die Yucca, ja. So sehen die dann aus. Die setze ich natürlich dann mal dahinter. Schön im Schatten. So. Ja, komm ruhig auch davor. Ist auch egal. Weil die, wenn ich mal Yucca brauche, weiß ich ja, wo ich sie finde. Das ist ja schon mal nett zu wissen. Ne? Also wenn man sich hier Mühe gibt, kann man sich richtig hier eine Lichtung bauen. Hier so einen kleinen Eingang bauen. Was ich nicht rausgefunden habe, ist, wie ich das Gras höher mache. Das weiß ich nicht. Muss ich zugeben. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Oh Mann. Ich habe mich aber auch noch nie so richtig mit beschäftigt. Ich habe immer ein paar Wracks da drauf gewämst. Das habe ich ja schon benutzt. Ich spiele das Spiel ja jetzt schon 2 Jahre und fand diese Funktion immer recht cool. Dann haben wir hier Rocks, das sind aber nur Steine. Da kann ich mir jetzt also riesengroße Steine irgendwo hinwämsen. Hier, damit die Insel noch größer wird. So eine Art Klippe kann ich mir dann machen. Ne? Ich kann ja auch das Wasser hier einfach mir so einen See in der Mitte bauen. Kann ich auch, indem ich nicht hoch, sondern runter drücke. Das funktioniert alles. Ja, wenn ihr da mal eine Idee habt, wie so eine Insel, wie ihr mal gerne so eine Insel sehen wollt, dann könnt ihr das ja einfach mal in die Kommentare schreiben und ich gucke mal, ob ich das hinbekomme. Hier haben wir natürlich Animals. Ich kann mir also jetzt hier ein paar Schweine auf diese Insel setzen. Das werde ich auch einfach mal machen. Ich lasse mal ein paar frei hier. So, liebe Freunde, da. Ich werde wahrscheinlich jetzt noch nicht auf Schweinejagd gehen, aber die Insel ist ja groß genug für mehrere und groß verstecken können sie auch nicht. Also sollen sie mal da schön toben. So. Ja. Also. So. Was schimpft er jetzt mit mir? Habe ich genug? Oder was? Kein Plan. Ist ja auch wurscht. Das sind Krabben. Na, jetzt geht das wieder, ne? Mit den. Seht ihr, jetzt kann ich wieder funktionstüchtig hier. Ah ja. Seht ihr? Okay. Wofür auch immer das sein soll, ich habe keine Ahnung.
oder wie auch immer das funktioniert. Ich kann ja mal eine Krabbe hinsetzen, mal gucken, ob er die macht. Oder ob das für die Insel einfach zu viel ist. Kann ja auch sein. Nö, sieht aber gut aus. Da seht ihr, jetzt kann ich das auch mit dem Kopieren wieder machen. Dann probieren wir das gleich mal beim Schweinchen. So, jetzt haben wir erstmal eine ganze Reihe Krabben hier abgedingst. Eigentlich will ich gar keine Krabben, weil die beißen mich ja. Ich habe ja auch einen Knall, ne? Okay, das soll es aber gewesen sein. So. So. Ja, Haie und so brauchen wir natürlich nicht hier. Das ist ja klar. Das sind diese ganzen Fische, die wir hier alle haben. Ihr seht es hier unten. So, was gibt es noch? Dann gibt es noch Structures. Also hier diese, können wir mal drauf gehen. Ihr seht es hier, diese Türen. Solche Geschichten. Das gehört ja schon zu Wrack hier, ne? Seht ihr? Da findet man ja meistens immer die Dingens drin. Ich lege das mal hier so schön am Strand. So. Meistens findet man da ja diese komischen... Ihr wisst schon, ne? Das ist Müll. Mumpitz. Brauchen wir nicht. Was war das? Okay. Das war hier schon ein größeres Schiff hier, ne? Ja. Schaut mal an. Wenn ich da jetzt hochfahre und nehme dieses Schiff, seht ihr, das sind dann schon die richtig großen. Also, die könnte ich dann ruhig ein bisschen tiefer setzen. So zum Beispiel. Und ich kann sie auch wirklich nebeneinander. Also ich kann voreinander, hier auf die Insel kann ich den setzen, hier nebeneinander, drumrum. Das kriegen wir alles so hin, wie wir das wollen, wenn wir das wollen. So, dann haben wir ihn hier. Die gleichen ohne Dach irgendwie. So. Jawohl. Dann haben wir diese skelettartigen Dinger da. So. Da waren ja auch immer ein paar Teile bei. Hier diese Kisten drin. Sehr gerne. Sind das die größten? Das sind auf jeden Fall die mit dem Wasser im Dings. Also muss ich das so machen, dass ich auch irgendwie da reinkomme, ne? So, würde ich sagen. Weil ich habe mir die irgendwann mal unklugerweise so hingestellt, dass ich da gar nicht reinkam. Ja, wie sollte ich denn das dann machen, ne? Ist ja auch klar. So, was haben wir hier? Das sind die ganz großen. Die setzen wir jetzt mal... Ich will ja gar nicht hier. So, die setzen wir mal da drum rum. So. Damit man auch erkennt... Kann ich von hier dann da drauf springen? Sieht ja gut aus, ne? Ich probiere es mal. So. Ah ja, er sagt also schon, wenn er zu nah ist. Gut. Und der letzte, ne? Was ist das? Weiß ich gar nicht. Ach so, diese... Gut. Diese komischen Halbnüsse da. Könnte ich ja hier noch ein, ne? Da noch ein. So, ich glaube, das war's. Ne? Was haben wir noch? Raft. Ja, das ist dann so ein Gummiboot. Klar. Okay. Dann würde ich sagen, habt ihr jetzt eigentlich alles soweit gesehen? Ich könnte jetzt natürlich hier grüne Bäume machen und so. Wo sind denn eigentlich diese... Wie heißen die kleinen... Ihr wisst schon. Die kleinen Blumen. Nicht Yucca. Fiver Sleeves heißen die. Das sind Animals. Die suche ich nicht. Hier so Fiver Sleeves. Die müssten wir doch... Ach so, die sind Steine, klar. Ich will ja gar keine Steine. So, hier müssten sie jetzt kommen. So. Fibrous Sleeves, wo sind sie? Ficus? Nö, Ficus suche ich nicht. Na, wo ist er denn? Die heißen doch Fibrous Sleeves, ne? Und das gehört doch zu... Tree, oder gehört das hier zu? Nee, nee. Fibrous Leaves. Gucken wir nochmal hier. Gucken wir mal hier. Nee. Auch nicht. Die sind so klein, die gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ne? Die wachsen wahrscheinlich alleine. Ne? Kann das sein? Oder wir finden die... Nein. Schauen wir nochmal.
Sind die das? Nee, das sind die nicht. Komm, den setze ich jetzt einfach hier in der Mitte auf dem Hügel. Völlig egal. Einfach um einmal hier zu beweisen, dass wir es am Kasten haben. So, schön. Das ist eine Palme hier, das ist eine Insel. Freunde, Folky Island ist das. Folky Island, so nenne ich die. So, was haben wir noch? Fibrous Leaves scheint es wirklich hier nicht zu geben. Ficus. Ficus Tree. Tree 2. Lock, lock, lock. Vielleicht kommen wir ganz unten. Nee. Pain, pain. Müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Ihr wisst schon, was ich suche, ne? Nee, die ist nicht da. Also wirklich, ich muss dann die Yucca wohl nehmen und dann kann ich hier die auch kopieren. Das werde ich jetzt auch tun, weil Yuccas brauchst du jede Menge. Like Sand am Meer, ne? You know? Mach ich mir einen Yucca-Wald hier. Guckt mal. Habe ich einen Yucca-Wald. Der Wald der Yuccas. Irgendwas muss ich ja machen, ne? Damit sich das auch lohnt. So. Laternen haben wir ja wohl genug, ne? Würde ich mal so sagen. Okay. Ja, dann, aber ihr seht, es funktioniert wunderbar. Man kann sich hier richtig schön austoben, finde ich. Dann würde ich sagen, werde ich diese Insel jetzt so speichern, wie sie ist. Die ist natürlich nicht perfekt. Ich wollte ja nur euch mal ganz kurz zeigen, was alles geht. Denn ich muss euch ja auch noch, ich war ja nicht untätig. Ich speichere die mal eben, bevor ich quassel. Ich kann nicht so gut quasseln und ihr wisst das ja, ne? Sonst kommt wieder mal nur ein Mumpitz bei rum. Folkies Island. So, haben wir. Safe. Da brauche ich keine Beschreibung für. So, dann gehe ich auf Quit, damit wir hier rauskommen aus diesem Generator und müssen jetzt die fertiggestellte Insel, die müssen wir jetzt nur noch mit irgendeiner unserer Wahl ersetzen. Ich könnte jetzt auch unsere eigene ersetzen, aber dann ist natürlich alles weg. Mitsamt meinem Haus. Und genau das will ich euch ja zeigen, denn, jetzt kann ich kurz quasseln, ich bin ja losgefahren und wollte die 6 oder 7 Kisten, die wir gestern Abend, da wo ist denn Folky, 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 der ist wieder weg, da ist er. Gut, die nehme ich jetzt und schiebe die jetzt hier vor. Nehme ich die oder nehme ich die? Ist ja eigentlich egal, ne? Ich würde sagen, die ist besser. Die kann ich mir besser merken, ne? Direkt vor dem. Komm, nehmen wir die. Ist egal. So. Dann sage ich jetzt Apply. Vergewissere mich nochmal, dass das auf Folky Island ist. Ja, ist er. Alles klar. Hat er gemacht. Und jetzt kann ich back, zurückgehen. Und kann unser Spiel starten. Jetzt kann ich es erzählen. Übrigens habe ich wieder hier spanische Blutorange. Sehr lecker. Ich bin losgefahren. Mir ist in den Sinn gekommen, dass ich ja auf der alten Insel, auf der wir waren, wo wir so viele Kisten dalassen mussten, da habe ich 6 oder 7 Kisten dagelassen. Und das hat mich gestört. So, und jetzt habe ich gedacht, wieder zu dieser Insel, wo alles schon entdeckt ist mit euch, das ist bestimmt langweilig. Also fahr und hol die Kisten ab. Das habe ich auch gemacht. Ich bin da hingefahren. Hier sieht es noch so wüst aus, ein bisschen wie vorher. Ich habe aber schon aufgeräumt und ich habe sogar eine dritte Laterne gefunden. Zeige ich euch. Also, schaut mal, was ich hier gemacht habe. Nummer 1, das kennt ihr ja schon. Ich habe jetzt in dem Ganzen überall, hier war ja die Fackel, beziehungsweise die Möglichkeit für Fackel oder Laterne. Da kommt ja bald überall eine Laterne hin. Das wird ja heute strahlen, das Haus. Seht ihr? Hier. Überall diese Fensterbänke, weil an Möbeln ist ja hier nicht viel. Schaut mal hier. Da sind jetzt die drei, ich glaube 2 oder 3 Kisten sind noch draußen. Schön ordentlich ein Labelmaker, mit dem ich mich hier belabeln kann. Belabeln. Auch auf dem Balkon, seht ihr das hier? Überall hier die Fensterbänke, sodass ich hier schön vernünftig Sachen hinpacken kann, wie ich das will. Dann haben wir hier, schaut mal, ich bin richtig stolz drauf. Ich habe nämlich auf dieser Insel, als ich dann diese Kisten hatte, die waren ja alle fast leer. Da war ja fast nichts mehr drin. Also habe ich mir ein paar Bäume zusammengewämst, Planken draus gemacht und dann habe ich hier diese Planken. Da brauchst du ja keine Seile, nix. Das sind alles Seile hier übrigens. Guckt mal hier.
Das waren ja der Turm draußen, die ganzen Fibersleeves, die Hälfte von Fibersleeves habe ich noch. Da will ich ja Fackeln draus machen, das mache ich aber wieder mit euch. Ja, jetzt haben wir den ganzen Kram nämlich nicht mehr hier am Boden. Das kann man ja viel zu schlecht sehen, das ist ja Quatsch. Vor allem so kleine Sachen. Das habe ich euch gezeigt. Dann das Schlafzimmer. Schaut mal hier. Auch hier, wunderbar. Schaut. Schaut, Völker der Welt, auf diese Stadt. Mein Bett mit Kissen. Hier, Blümkes. Verbandszeug, man gönnt sie ja sonst nichts. Das habt ihr ja schon gesehen, aber hier die noch nicht. Seht ihr? Überall diese schönen Fensterbänke. Und die Küche. Schaut mal hier. Seht ihr? Auch Laterne. Hier, die habe ich ja schon gefunden. Also auch diese Regale. Die habe ich jetzt nicht mal nebeneinander, sondern übereinander gemacht. Und hier sind sogar ein paar Dosen von diesem komischen Food-Dingens drin. Ja, hier unser selbstgemachtes ist natürlich geiler, ist ja klar, ne? Seht ihr ja hier? Das haben wir ja zusammen gemacht. Hier Haifleisch, das wird auch nicht schlecht, weil es ist ja gesmoked. Das kann nicht schlecht werden. Gott sei Dank. Sonst wäre natürlich hier direkt in der Sonne keine tolle Show, ne? Ja, und jetzt würde ich sagen, speichern wir erstmal. Wir haben ja gar nichts gemacht eigentlich, aber wir speichern trotzdem, damit hier nichts verschütt geht. Und jetzt gucken wir mal, dass wir zu unserer Welt kommen, ne? Hier habe ich noch so eine alte Empty. Ist die empty? Oder ist die gar nicht empty? Mal gucken. Doch, die ist empty. Ja, dann würde ich mal sagen, weg damit, ne? Wie empty? Eigentlich habe ich mir ja überlegt, mit den ganzen Kisten, die ich ja jetzt wieder geholt habe, wollte ich eigentlich erst hier dieses ganze Grünzeug, wenn ihr hier mal guckt. Hier, das sieht ja aus wie 45 in Berlin. Da habe ich überlegt, ob ich das da reinmache. Aber irgendwie ist es zu schade, ne? Nur für den Kram. Hier sind noch ein paar Fibersleeves hier. Hier haben wir noch einen. Da brauche ich aber noch einen Pai-Pai. Schade, hätte ich mir gerade auch hinlegen können. Da bin ich nicht dran gedacht. Ihr habt auch nichts gesagt in dem. was mache ich denn da? Warte mal. Ich sollte alleine, um die Laternen abzuholen, so viele leere Kisten wie möglich nehmen, ne? Oder wie seht ihr das? Komm. Machen wir das mal. Leer. Alles lieb's. So. Okay. Ja. Ich würde sagen, die Airtanks. Wo packen wir die hin? Ich würde sagen, alles hier in den Raum, ne? Hier. Schön. Komm mal. Fangen wir mal an mit denen hier. So. Relativ, ne? Ich finde. Ich meine, wir müssen ja jetzt nicht im. Das üben wir nochmal. Da war ich zu nah am. Zu nah am Feuer. Zu nah am Tabu. Wer war das? Stefan Waggershausen und Alice? Kommt das hin? Ja, ne? Ich glaube ja. So, jetzt aber. Sechs. Boah, ich wieder. Da was, ich glaube, es ist doch einfacher. Ich mache mir so einen Teppich, dann kann man noch was sehen. Ey, das ist eine Idee. Pass mal auf. Ich habe noch die Zeit jetzt mit euch hier. Ich glaube, die Insel ist ja schnell erreicht, ne? Die werden wir ja wohl erkennen. Von Weitem schon. Da bin ich jetzt aber sicher. Naja, näher kriege ich die nicht. Also ist das auch wieder Mumpitz. Ich mit meinem Teppich. Komm, wämpfen wir so einfach hier in der Ecke. Hauptsache, die sind ein bisschen sicher aufgehoben. So. Na also, stimmt so. Was haben wir noch? Hier, close. Bitte. Bitte. Komisch, dass die stehen können, ne? Tolle Show. Na, dann weiß ich es nicht. Dann hätte ich noch zwei, so. Dann könnte ich noch dienen mit etwas, Verbandszeug. Selbstverständlich bleibt nicht alles da liegen, aber ein bisschen Schwund ist ja schließlich immer. Ne?
würde ich jetzt mal so sagen. Kommen wir da hin? Klar, kommen wir da hin. Na also, ui, Respekt. Achso, kriege ich die auch da hinge? Ja, aber hingelegt wahrscheinlich, ne? Könnte ich ja hier mal machen. Natürlich nicht. Ja, war ja auch nur ein Versuch wert, habe ich gedacht. Ich dachte wieder. Wenn Volker schon denkt. Das habe ich schon im Internat immer gehört. Wenn du schon denkst, lass es doch einfach. Pferde, größerer Kopf und überhaupt, ihr wisst schon. So, nun gut. Boah, das sieht ja aus. Egal, ich wollte ja jetzt keinen Preis hier gewinnen. Wo packe ich die hin? Ja, ich würde sagen, leere Kiste haben wir ja nicht mehr. Aber hier bestimmt, ne? Hier ist doch bestimmt eine leere Kiste. Seht ihr, da haben wir doch schon was. Also. Dann machen wir die voll. So, jetzt haben wir es. Gibt es hier noch eine leere? Die ist leer. Gibt es hier noch eine leere? Leer. Cool. Ich will ja nur die leeren haben, wenigstens. Ich habe natürlich noch nicht aufgeräumt, da habe ich jetzt keine Zeit und auch keine Lust. No. Aber das ist ja erstmal wurscht. So. Wir brauchen eigentlich gar keine Laterne mitnehmen, denn... So, haben wir die, haben wir das jetzt hier leer? Leer, leer, leer. Cool. Cool, cool, cool. Die ist auch leer. Cool. Ja, dann würde ich sagen, legen wir hier noch die Fiberslips hier hin. Wieso habe ich denn so viele jetzt? Ich habe die doch gerade in eine... Dachte ich, hätte die in eine Kiste gepackt. Guck mal, wie das hier aussieht. Und so eine alte, süße, schnucklige Dingens hier. Okay, jetzt ist dunkel. Oh, wir sehen's. Ich brauche nur einmal ganz kurz hingucken, dann sehe ich, das ist meine Insel. Also da brauche ich überhaupt gar keinen Aufwand machen. So, dann würde ich sagen, reppen wir mal einen rein, wenn wir unser Segel sehen. Das ist so dunkel hier. Kiste, Kiste, Kiste. Ich habe übrigens die Anordnung neu gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier sind auch noch leere da. Schaut mal. Na? Also so ist es nicht. Das bedeutet... Oh, das geht in die Hose. Wetten. Ja, ich doch. Aber ich habe es versucht. Ihr wart der Zeuge. Ihr wart dabei. Ich habe es versucht. Der Wille war da. Aber das ist halt... Na? Ja. Kommst du? Nee, kommt nicht. Was ich auch cool finde, sind die Laternen, die wir jetzt haben. Durch die Inselgestaltung. Und das ist ja kein Cheaten, das ist eine Funktion in dem Spiel. Habe ich ja schon mal gesagt. Und warum soll ich das dann nicht nutzen, ne? So, jetzt fahre ich auf diese Insel und wir brauchen gar nicht lange überlegen, ob das unsere ist. Ihr seht es, Freunde der Nacht. Das Coole ist natürlich, ich kann diese Insel jederzeit editieren, neu speichern. Kann die bearbeiten, neu speichern, mal komplett machen. Also wenn ihr jetzt sagt, mach doch mal so einen Wald. Oder, dann kann ich das machen. Das ist kein Problem. Jetzt hole ich mir erstmal hauptsächlich die Laternen ab. Ich will, dass mein Haus... So kracht auf der Alm, dass ich überall, keine Ahnung, 2 Laternen in jedem Raum habe. Das ist mein Begehr. Prost auf euch, ne? Und diese Fensterbänke finde ich cool. An den Seiten überall. Weil ich habe ja keine Möglichkeit, ich kann ja keinen Schrank oder sowas erstellen. Geht ja nicht. Ja. Jetzt müsste ich allerdings
So, hier einfach mal gucken, dass ich hier irgendwie anlege, denn das sieht aus, 6 Bäume mehr gibt es auf der ganzen Insel nicht. Naja, könnte auch Fokkersholz Insel sein. Aber schlecht ist das nicht, ne? Wenn ich diese Insel mal neu mache, mal speichere, das kann ich ja machen. Oder ich mache mir eine ganz neue, allen Mumpitz da weg. Das ist ja kein Problem. Ihr könnt euch ja auch mal was einfallen lassen. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie es in etwa aussieht, was man da machen kann. Wie, eigentlich ist es ja easy. Ich sag mal, wenn du dich da eine Stunde reinfuckelst, dann hast du das aber auch drauf. Ich hätte gerne das Gras noch ein bisschen dicker gehabt, dass man das irgendwie machen kann. Aber mit Gras habe ich jetzt gerade nichts gesehen. Vielleicht habe ich was übersehen, dann sagt mir bitte Bescheid. Aber ne, ich habe da nichts gesehen an Gras. So, jetzt verschwindet es, ist ja aber auch klar. Es kann auch manchmal ruckeln, ne? Wenn man sich so eine Insel mit so vielen Sachen selber baut, kann das auch ruckeln. Das ist also völlig normal. Aber das ist es mir wert. Hauptsache, ich finde auch nach Hause gleich. Aber genau gegenüber, das kriege ich wohl auf der Kette. Ne? So, dann legen wir mal hier zwischen an. Komm ich da, kann ich da parken? Kriege ich das hin? Natürlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht, wie ich mich kenne. Aber kann ich mir merken, genau hinter mir ist meine Insel. Das ist gut. So. Und jetzt werde ich genau davor wemsen. So. Seht ihr? Komme ich da drauf gesprungen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Es kommt ein Stein geschwommen. Aber ist ja nicht schlimm. Ich könnte ja mal gucken, was auf den Kisten so los ist. Was es hier so gibt. Ne? Denn hier haben wir zum Beispiel eine Kiste und die ist ja nicht von mir. Die ist ja jetzt quasi freiwillig gekommen. Laterne habe ich noch nicht, aber das ist ja völlig wurscht. Jetzt machen wir meine Hand frei. Gehe ich da runter oder gehe ich da runter? Ist eigentlich egal, ne? Ich meine, Hauptsache ich komme irgendwie. So, dann gehen wir mal da hin. Hier gibt es ja irgendwo eine Tür. Wo ist die Tür? Hello. Hello, door. Ah, da ist er. So. Kiste? Ich sehe überhaupt nichts, Alter. Ah, ich habe den falschen Eingang benutzt. Ah, dann müsste es ja hier, da gibt es nichts. Hier? Jetzt sag nicht, die sind alle leer. Nee, das wäre es jetzt noch gewesen, ne? Da ist aber nichts. Ja, ich tauche ja schon hoch. Ist ja gut. Du hast ja recht. Du hast ja recht. Immer mit mir das Theater, ne? Schlimm. So, dann springen wir mal hier eben über der Reling. Cool. Ja. Guckt, Schweine haben wir hier auch. Die sind da. Das sieht aus. Guckt euch die Juckers an, die sich da jetzt erst aufblättern. Geil. Das ist ja eine tolle Show. Okay. Kommen wir da hin? Nee, ne? Oder? Nee, da kommen wir jetzt so ad hoc. Doch. Kommen wir doch hin. Na. Seht ihr? Kommen wir doch hin. Können wir die Tür aufmachen? Kommst du rein? Warum habe ich eigentlich kein Licht? Hä? Sag doch mal ehrlich. Jetzt habe ich ein Licht. Kommst du rein? Kommst aber hier nicht rein, weil... Warum komme ich da nicht rein? Hm? Vielleicht... Ach so, der Eingang ist so schmal. Warte mal, dann gehe ich mal mit W und Strong. Jetzt komme ich rein. Na also. Sind wir denn? So ein kleiner, schmaler Weg. Jetzt komme ich wahrscheinlich nie wieder raus, ne? Okay, da ist aber auch nichts. Nö. Aber gut. Alter, hier ist ja... Da muss ich also wirklich gebückt. Das ist ein Schiff für klein. So, seht ihr, wie mein Schiff aussieht? Cool, ne? Mein süßes, schnuckliges Wrack. So, dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Jetzt finde ich bestimmt eine Laterne, wo ich jetzt vor 30 Laternen stehe. Wie ich mein Glück so kenne. Jetzt kann ich ja wieder ganz normal laufen. Ja. Da haben wir eine Kiste. Die kann ich aber eigentlich ignorieren, ne? Komm. Können wir ignorieren. Okay, dann legen wir mal unsere... Oh, alles Krabben, Alter. Seht ihr das? Alles Krabben. Dann müssen wir uns natürlich erstmal schön absichern hier.
So, jetzt haben wir erstmal das. Die Krabben lassen wir natürlich jetzt erstmal sein. Boah, ist das hell. Aber das wollte ich ja, ne? Das kann ich mich auch nicht. Das war auch keine Beschwerde, sondern eher eine Feststellung. Die nehmen wir jetzt erstmal alle mit. Und wenn sie in der Kiste bleiben. Das ist ja wurscht, aber bei mir bleiben die nie in der Kiste. Die finden Platz. Das sage ich auch jetzt schon. Mit Licht habe ich schon als Kind einen weggehabt. Und du geh von meiner Kiste weg, Freund. Sonst bleibst du hier im Dunkeln allein. Zurück. Denn ich bin Peter Moffat. The First. Weg, weg, weg. Cool. Das lassen wir mal hier ganz geschmeidig zurück. Ne? Die hier auch. Die auch. Ja, und das auch, ne? Habe ich ja genug von dem Zeug. Zunächst. Habe ich denn eigentlich keine? Nee, habe ich nie, ne? Ich meine, ich würde jetzt. Habe ich mir wirklich kein Dingens mitgenommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil wer rechnet auch damit? Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Klar, ich habe die Krabben ja selbst hingesetzt, ich Depp. Aber egal. Ist nicht schlimm. Da gibt es Schlimmeres. So. Legen wir das mal dahin. Da gibt es Schlimmeres. Ich kann mir jetzt ein Abteil gesehen, die ist durch die Kiste gebackt. Oder wie man das dann nennt. So. Tja, da steht er da, ne? So, dann würde ich euch empfehlen, macht mal hier schön ein paar Babys. Und wenn ich Hunger habe, kann ich immer mal rumkommen. Das klingt doch nach einem Plan, ne? Würde ich mal so sagen. So, und jetzt fahre ich nach Hause. Die ist voll. Jetzt die oben noch. Die auch noch. So. Ja, dann sind wir voll, würde ich mal sagen. Das soll es gewesen sein. Mehr wollte ich ja hier nicht. So, Schiffe looten ist jetzt erstmal unwichtig. Also, was mich glücklich macht, sind Laternen und davon habe ich ja jetzt weiß Gott genug. Also, da kann selbst ich nicht meckern und das heißt schon was. Ja, verlassen wir unser gastliches Island. Bleib doch ruhig, mein Freund. Wie komme ich denn jetzt da wieder raus? Am besten gar nicht, ne? Oder? Warte mal. Nee, das steht falsch. Ich muss es rausziehen. Okay, dann werde ich das mal so riskieren. Ich muss nur gucken, dass das hier nicht irgendwie umkippt hier, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Denn das Floß mag das nicht so gerne, eigentlich so bewegt zu werden. So, aber jetzt ist das schon gar nicht so übel. Ein bisschen noch. So. Und wenn ich jetzt hier drauf komme, was auch hervorragend funktioniert, dann könnte ich nach Adam Riese wieder zurückfahren. Und zwar auf dieses Island da. Das ist meine Insel. Schön. Ja, und jetzt passt mal auf, wie das abgeht. Hervorragend. Ich habe meinen Willen, ich habe mein hell beleuchtetes Haus. Wenn es dunkel wird, braucht nicht mit Fackeln rumhasen. Das stimmt mich heiter. Ich mache natürlich gerne die Fackeln, das mache ich aber beim nächsten Mal. Pack die in die dann noch freien Kisten, wenn ich noch welche habe. Kisten habe ich ja verdammt viel, ne? Ich habe echt überlegt, wenn ich noch welche finde, ob ich die dann in unseren komischen Schuppen packe. Aber da gehst du ja wirklich nur rein, um da die großen Dinge abzuholen. Und da ist es ja völlig wurscht, wie dir die. Ich glaube, so viele Kisten für das Grünzeug kann ich gar nicht haben.
So viel Grünzeug, wie das ist, hier von den Bäumen. Ja, sehr schön. Wo lege ich an? Ich würde sagen, wieder an links an dem Steg. Das finde ich immer gut. Jetzt werden wir gleich unser kleines Feuerchen sehen. Das wird sich gleich öffnen oder auftun oder von selbst anzünden oder wie auch immer man das nennt. Ja, und dann verteilen wir noch die Fackeln. Holz habe ich noch genug, falls ich also. Schade, dass man die nicht an eine Decke machen kann. Ne? Die Funktion ist nicht möglich. Also man kann die wirklich nur hinstellen oder an diese Ho. Ho nennt sich das Ding. Da dann aufhängen. Gucken mal, seht ihr? Schön sieht das aus. Wir können sogar meine Laternen da erahnen in dem Haus. Die zwei, die ich da. Ne, drei, die ich da habe. Eine hängt ja vorne. Eine ist, glaube ich, im Schlafzimmer und die andere in Küche. Kann das sein? Ich meine ja. Sehr schön. So, jetzt müsste ich aber eigentlich irgendwo hier. Ne? Irgendwann müsste ja mal mein Haus kommen, aber das sieht man. Ihr seht es, man sieht es jetzt immer noch nicht, das Haus. Seht ihr? Das ist also wirklich ziemlich schwer, dann da natürlich vernünftig anzulegen, wenn jetzt erst das Haus kommt. Seht ihr? Da, jetzt stehe ich aber schon. Ich bin schon auf Grund gelaufen. You know what I mean? Das ist ein bisschen doof. Aber gut, das ist Meckern auf sehr hohem Niveau, ne? Hier seht ihr, da sind wir auf Grund gelaufen, aber mein Gott, da gibt es Schlimmeres, finde ich. Da. Gucken wir mal hier, dass wir das unfallfrei nach Hause kriegen. Laufe ich hier von der Mauer oder so? Nö, aber ich könnte ein bisschen nach. Wo bin ich denn? Der Typ hat 700 Laternen, sagt es ruhig und macht sich kein Licht. Ne? Ah, da bin ich. Das ist schön. Ja gut, dann bin ich. Also bleibe ich. Eigentlich wollte ich gar nicht da anlegen, sondern. Aber das ist ja wurscht. Hier wollte ich anlegen. Tue ich das jetzt noch? Ja, ne? Komm. Komm, wir sind doch gut drauf heute. Und wenn wir was wollen, dann machen wir das natürlich auch. Ist ja wohl logisch. Irgendwie müsste ich mir mal so eine Durchfahrtsbucht machen da, sondern ihr wisst schon, was ich meine. So, okay. Ja, dann lasse ich dich mal hier stehen, mein liebes Boot. Floß, nicht Boot, mein liebes Floß. Und jetzt geht es los. Mein Floß. Jetzt geht's. Boah, alto Belli. Jetzt passt auf. Erstmal rein. Hier in der Küche leuchtet eine. Im Schlafzimmer leuchtet eine. Der ganze Raum ist dunkel. Deswegen möchte ich gerne in jedem Raum zwei haben. Eine da und die andere da. Und das mache ich auch. Was haben wir hier? Also, ich laufe hier vor meine eigene Fensterbank. Gut, dann stellen wir uns mal hier jetzt erstmal die Laternendinger ab. Das sind Türme, ne? Freunde. So. Das sollte erstmal reichen. Dann brauche ich jetzt noch eine Ho. Weil hier hängt ja eine. Die kann ich ja schon mal benutzen. So. Man wird auch gleich was sehen, wenn. Und hier fehlt jetzt noch eine. Ja, warte. Ich komme sofort. Ich schließe sofort hier. Alles gut. Darf ich das nicht schließen? Na. Ist das denn lästig? Sag's mal. Müssen wir mal eben einen Moment. Ich habe hier eine Meldung bekommen, die da besagt. So. Ich weiß das ja. So. Kann ich jetzt? Danke. Resümee. Ist ja lästig, ne? Mein Kalender immer, wenn du spielst oder so. So, wir brauchen jetzt in diesem Zimmer eine.
Nehmen wir die Fackel natürlich erstmal weg und wemsen hier erstmal die eine Ho hin, damit man überhaupt erstmal was sieht. Die eine Lampe so rum. Dann brauchen wir hier am Balkon eine. So. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall eine. Deswegen holen wir uns auf jeden Fall erstmal Holz. Holz, Holz, Holz. Das haben wir nämlich nicht mitgebracht. Aber wozu auch? Das haben wir ja hier genug. So. Nehme ich die? Nee, ne? Ach doch, muss ich ja. Gibt's ja nicht aus Planken. So. 3, 4. Sollte erstmal reichen, ne? Dann machen wir mal hier eine hin. So, wie sieht das aus mit der Ho? Da. Ho. Eine kommt dahin. Ein bisschen höher, ne, damit die auch nicht so hoch ist. Ich würde sagen so. Dann hängen wir eine Lampe dahin. Schon haben wir da jedenfalls Licht. Und jetzt hängen wir noch eine dahin. Die Mühe müssen wir uns ja schon machen, ne? Das hilft ja nichts. Dahin. Ja. Jetzt haben wir da Licht. Und dann hängen wir noch eine hier hin, würde ich sagen. Ja. Dann haben wir überall, wo wir es brauchen, auch Licht. Da, guckt. Kommst du rein? Ja, hier fehlt jetzt noch weiß. Ich weiß. Mache ich es hier hin oder? 1, 2, 3, 4, 5. Also müsste es da hin. Okay. Dann will ich das gerne tun. Ne? So, jetzt ist es aber hell genug. Ja klar, jetzt kommt die... Ne? Ihr wisst schon. Keiner kann sich jetzt beschweren, dass man hier nichts sehen könnte. Ne? Finde ich gut. Das brauche ich ja schließlich. Hier hängt eine, die bleibt auch da hängen, würde ich sagen. Dann finde ich, sollte eine in der Küche hier sein. So. Gleich habe ich kein Holz mehr, aber dann hole ich mir neues. Das ist ja kein großer Akt, ne? Und eine hier. Ah, guck mal, funktioniert doch. So, haben wir. Küche ist ausgestattet. Schlafzimmer hatten wir hier eine. Da würde ich dann noch eine hier hin machen. So. Achso, Moment mal. Ich muss ja da auch in der Nähe stehen. Ne? So. Also er setzt die entweder hier hin, weil da ja die Fensterbänke sind, oder er setzt die dahin. Dann nehme ich den. So. Ist zwar etwas höher, aber tiefer, aber das ist mir egal. Da oben ist mir zu doof. Und noch ein hier. So. Da passiert es wahrscheinlich genauso. Komm, dann setzen wir den da hin. Habe ich mir überlegt. Okay, stimmt so. So. Das Ende vom Lied ist noch hier. Da ist eine. Da ist eine. Und dann soll hier auch ruhig eine sein. Nein. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich depp. Jetzt habe ich keine Ho mehr, ne? Seht ihr? Na gut, dann muss ich mir noch ein bisschen Holz holen. Das ist, hilft halt nichts. Aber das ist egal. Ich bin jetzt hoch motiviert. Wir sind ja fast fertig. Und 1, 2, 3, 4. Wisst ihr, was jetzt noch cool wäre? Muss ich zugeben. Wenn ich eine... Boah, sieht das aus. Wenn ich eine an meinem Floß irgendwo hätte. So, der Raum ist fertig. Wir waren jetzt hier. Nee, da ist fertig. Dann sollte da noch eine hin, ne? So. Na komm. Haben wir. Und wie sieht das hier aus? Da sollte eine hin. Komm, ich kann damit irgendwie besser.
umgehen. So, da hängt schon einer und dann hier noch einer. Da oder am Eingang? Nee, am Eingang eigentlich nicht. Ich finde, das ist hier schon besser. Ja, guck mal, das geht auch so. Cool. Okay. Sind wir damit fertig? Was war mit Balkon? Balkon ist hier eine. Hier vorne sollte eigentlich keine sein. Das blendet dann, wenn man da sitzt und rausgucken will. Das ist das im Problem, die ist hier. Ne? Hier habe ich extra keinen Dingens gemacht. Brauche ich hier eine? Ja, ne? Damit man auch mal was sieht. Irgendwie. So. Ungefähr die gleiche Höhe. Ist das? So. Ja. Ich würde sagen, Freunde, hier links habe ich jetzt noch nichts, weil ich noch da nicht war. Nein, jetzt brauche ich schon wieder zwei. Vier Holz. Zwei. Aber wie viele Laternen haben wir noch? Alle weg. Dann würde ich sagen, das ist ja nicht das Thema, ne? Also Laternen haben wir ja wie Sonder mehr. So. Und dann sind wir nämlich auch fertig. Schön. Boah, ist es cool, wie das klappt. Da habe ich zwar mein ganzes Holz vergeicht, aber da kann man ja dann nochmal rumfahren und nochmal das ein oder andere Bäumchen fällen, ne? Da bin ich schon durchaus gewillt und nicht abgeneigt, das zu machen. So. Und die großen haben wir ja auch noch. So. Jetzt sind wir fast fertig. Wo war ich? Ich war am Balkon. Balkon. Auf dem Balkon. So. Dann setze ich den dahin. Schnapp mir eine Laterne. So. Vielleicht. Ne, aber da ist da nicht so. Das reicht schon, glaube ich. Erstmal. Können wir den Balkon wieder zumachen. So. Alter, wo bin ich denn? Ich bin auf dem Dach gelandet. Freunde, das ist nicht gut. Seht ihr das? Ich bin jetzt einfach auf dem Dach gelandet. Aus irgendeinem Grunde, den ich nicht verstehe. Boah. Muss ich ins Wasser springen? Hilft ja nichts. Ich hoffe nicht, dass ich mir jetzt wehtue. Gott sei Dank nicht. Boah, das sieht aus, ne? Alles alte gammelige Fackeln. Hä? Naja, komm, gehen wir hier rum. Irgendwie bin ich jetzt ins Haus geglitscht. Gebackt. Gebeamt. Boah, sieht das aus. Alter. Okay, Haus war fertig. Kommst du rein? Hier ist ein bisschen dunkel, ne? Mach ich da einen? Wir sind ja Mensch. So. Haben wir. Schließlich ist hier auch einer. Ist da keiner? Warte mal, wo war der denn? Ich hatte doch auch hier mir einen hingemacht, ne? Irgendwie, oder? Naja, dann wohl. Doch! Hier am Flur hing doch immer eine. Da ist er doch. Ich wollte schon sagen. Hier hing doch immer eine Laterne. Okay! Ich würde sagen, Haus ist komplett fertig. So, jetzt gucke ich nur noch. Draußen ist ja klar. Hier. Kann auch einer hin. Komm. So, wenn man da abends mal locht. Hier auf jeden Fall, wenn man anlegt. Dass man auch sieht. Scheiße, da wohnt wer. So. Okay, das reicht. Würde ich sagen. Ja. Von hier noch? Ja, stimmt so. Und da vorne habe ich ja die beiden schon. Okay, dann können die restlichen Laternen wieder an die Dingens. Ich wollte noch gucken, ob man jetzt hier an das Segel so eine Home machen kann. Das wäre geil. Stellt mal vor. Nee, ihr seht.
Leider nicht. Das wäre echt cool. Dann hätte ich die Schaumkasten hier. Hätte ich mir echt einen dran gemacht an das Segel und bräuchte dann nicht immer im Dunkeln fahren. Aber ihr seht es, das ist nicht von Erfolg und auch nicht gekrönt. Wie sieht das aus? Kann es sein, Freunde, dass ich hier eine Kiste verloren habe? Ja, ne? Ich würde sagen, ja. Aber das ist jetzt auch erstmal wurscht, weil ich bin so lucky. Meine Waffenkiste ist ja da. Aber ihr seht es, ich habe hier eine Kiste verloren. Definitiv. War das vielleicht beim Einparken hier bei mir? Dann würde ich es ja sehen. So, ich kam ja von hier. Ich habe ja hier angelegt, kam hier rum und war dann hier falsch. So, sehen wir hier eine Kiste? Nö, ne? Nö. Nö, okay. Naja, eigentlich will ich gar keinen rauchen, ne? Kriege ich den mit dreimal? Nein, kriege ich nicht. Ja, ich komme ja. Ist ja gut, du hast ja recht. War jetzt nur ein Versuch wert. Ich wollte nur mal schauen, ob es möglich ist. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück. Die Kiste ist leider weg, aber das ist ja nicht die erste Kiste, die ich so verloren habe. Den Spieß kann ich dann auch in eine Tonne hauen, der ist ja für gar nichts gut. Wofür auch immer. Ne? Aber das ist nicht schlimm, alles ist gut. Was haben wir denn hier noch? Axt, ja. Da seht ihr, und sogar meine Angelkiste ist zwar da. Aber ich habe, das weiß ich, hier habe ich mir noch tatsächlich. Aber ich weiß ja, dass das Spiel diese Taktiken nicht mag, was ich hier so veranstalte mit dem. Aber das ist wohl nicht gewünscht oder nicht vorgesehen vom Programmierer, dass einer sich hier auch noch vier Kisten hinwämst. Aber Volker ist da ja schon ganz cool in solchen Sachen. Und es waren ja vier. Jetzt ist es halt eine weniger, aber ich glaube, die war leer. Das ist aber nicht schlimm. So. Okay, ihr seht. So, wenn wir den jetzt da ansetzen. Da. Und die vierte habe ich gar nicht genommen, weil ich so gierig war, sondern weil ich dachte, wenn die sich verschieben, haben sie hier ein bisschen Halt. Das war der Grund meines. Ne? So, guckt, seht ihr, das klappt ja hier hervorragend. Dann hole ich mir jetzt eine leere Kiste. Die habe ich ja hier. Oh, wo laufe ich denn hin? So, und in der nächsten Folge, jetzt beenden wir diese Folge und in der nächsten werden wir dann mal ein bisschen aufräumen hier draußen. Das sieht ja aus wie 1945 in Berlin. Ne? Da habe ich es ja mit, ich weiß. Okay, guckt. Wieso habe ich mir das erhofft, dass die dann hier ein bisschen. Und hier waren dann Steine drin. Die kommen auch wieder rein irgendwann. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Freunde, wir gehen jetzt erstmal und bleiben hier im Raum. Trinken natürlich erstmal einen Schluck. Denn das haben wir uns ja jetzt redlich verdient. Was ist denn hungertechnisch mit uns? Erstmal hat er Durst. Das ist ja klar. So. Schön. Wunderbar. So. Dann können wir uns aber auch mal eben ein Schlückchen essen. Ein Schlückchen essen ist gut. Ein Stückchen essen hier. So. Machen wir das mal. Na also, korrekt. Finde ich gut. So. Dann kann der hier wieder weg.
will mich ja nicht überfuttern, aber der hat jetzt die ganze Nacht natürlich auch durchmalocht, ne? Dann soll er auch was zu, auf der Gabel kriegen. Ist ja wohl logisch. Sonst heißt das nur, beim Volker gibt's nichts. So, alles voll? Alles voll. Hervorragend. So. Dann können wir das jetzt wieder in der Küche bringen. Und dann würde ich sagen, sollte es das für heute auch gewesen sein. So. Die müssen ja nicht am Küchentisch liegen. Packen wir eben hier in unser Luxuszimmer. Dafür haben wir es ja schließlich. So. Na also. Haha. Ja, Freunde. Das soll es gewesen sein. Dann würde ich sagen, speichern wir das jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Dankeschön, dass ihr mit dazu geschaut habt. Schreibt mal, wie euch das gefallen hat mit der Insel oder ob ihr da mal was anderes machen würdet mit der Insel. Schauen wir einfach mal. Euch einen schönen Tag. Liebe Grüße. Bleibt mir gewogen. Habt euch wohl. Bis dann. Ciao.